Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute werde ich einfach mal die allererste 1.18er Snapshot-Version, also die richtige 1.18er Snapshot-Version, mal austesten. Bevor wir das können, wir es irgendwie so ein Let's Play oder so machen, wer weiß. Dann gehen wir los. Die Bette ist auch gerade ziemlich schnell geladen und ich muss natürlich hier in einen Mesa-Biom spawnen. Ja gut. Aber was sehe ich denn dort hinten? Ach, also man sieht doch, also ich sehe da schon die erst den ersten das erste Dripstone-Biom. Da steht sogar Errotted Badlands, aber nein. Hier steht nämlich drauf Dripstone Caves. Also das ist schon direkt das allererste Biom. Ach, weil ich direkt gesehen habe bei der Generierung der neuen Biome. Aber ich sehe schon hier hinten. Also das schon dort hinten. Das ist halt wirklich. Also ich bin jetzt schon auf Höhe 100. Normalerweise würde jetzt die Generierung bei normalen Sachen hier. Also ja, die normale Generierung würde hier normalerweise aufhören, aber nein. Dort hinten geht es einfach weiter. Und hier unten ist einfach hier so eine Oase. Gefühlt eine Oase. Eigentlich müsste ich mir diesen Seed merken für ein Survival-Projekt oder so irgendwann in der 1. 1.18 oder so mit oder so eine Survival Challenge. So, probieren wir es halt jetzt schon ein weiteres Mal. Ja, das sieht das sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus. Mir aufgefallen ist bei den an dieser Version, dass irgendwie Texture Packs hier richtig schnell laden. Also ich habe hier, also ich weiß, dass es ein Default jetzt gerade mal ist, aber in der 1.17, da waren die Texture Packs viel. Da haben die App viel langsamer geladen. Also das war halt ganz anders. Ganz anders als jetzt irgendwie. Mal, also, da gibt es auf jeden Fall extreme Unterschiede. Zur Performance her, was zur 1.16, 1.17 und 1.18 betrifft, über Texture Packs. Zur Portalruine gehen möchte ich erstmal ein paar. Dann brauche ich halt natürlich Essen und dann nehme ich die Schweine. Ausnahmsweise zur Hilfe. Entschuldige Edgar, ich muss das aber leider tun. Mal schauen, was verbirgt sich denn hier in diesem Moon Portal. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen, dass ich jetzt auf einmal in diesem Moon Portal ein UP-Gap kriege. Ich habe diesen Seed random generiert, das sieht hier auch. Also was. Also, nee. Also, ihr könnt. Was ist das? Wie zufällig ist das bitte? Ich werde hier erstmal gleich in ein paar Biome hier mal so akuten Schrägstrich finden. Da ist auch schon zum Tiger-Biom. Ich werde auch einmal ein bisschen etwas hier in diese Richtung gehen. Aber hoffe einfach mal, dass ich hier in die Richtung noch ein paar Schafe kriege, weil ich keinen Bock habe, in der Nacht so mit Monstern nicht um sich zu schlagen. Es wird doch Zeit, sich hier runterzugraben, weil man hier auf jeden Fall am schnellsten zu einer Höhle runterkommen kann. Aber trotzdem sollte doch langsam mal die Lush Cave kommen und da ist die ja schon. Oha! 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 Sie ist sogar mit richtigen Partikeln. Da ist richtig, da ist Eisen, also da ist auch Eisen. Alles klar. Minecraft Lush Caves. Das erste Mal in einer richtigen Lush Cave ohne der Backport Mod. Ich verstehe. Ich glaube, das wird das Thumbnail. Das ist einfach so krass für jetzt noch. Damals noch so krass waren. Das krass war, wo wir Nether erneuert haben. Und diese Sporenblüte. Zum allerersten Mal gibt es in Minecraft Übersetzungen für dieses Item. Das ist so schön. Ich glaube, das Skelett da hier. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, das Skelett ist etwas dumm, diesen Azalea dort hochzugehen. Und richtet die ganze Zeit einen geladenen Bogen auf mich. Der Sound. Warte mal, ich mache den Blöcke Sound mal höher.
Das hört sich irgendwie so an, als würde man durch echten Glas, durch Gras gehen. Richtig durch Gras, also richtig so richtiger Gras. Also wenn man echt so einen Feldweg geht, so in die Dreh fühlt sich das so an. Also als würde man wirklich halt über einen Feldweg gehen. Musst du alles zerstören, Creeper? Ich möchte noch mein Thumbnail aufnehmen. Meine Güte. Oh hey, Mr. Creeper. Kommen Sie zufällig hier nicht hoch? Ja. Ja, okay, die Mob-AI ist noch nicht so ganz drauf bei dieser Version mit den Azalea-Zäpling, sag ich jetzt einfach mal. Weil die kommen ja die Azalea-Bäume raus. Deswegen ist es ja auch eine Art Zäpling. Inzwischen. Das kam unerwartet. Einfach mal hier so Mineshaft. Und ich musste mir nicht mal fucking craften. Und dann nochmal direkt wirklich so, der Mineshaft ist direkt in der Lush Cave. Es ist wirklich so eine Lush Cave, also wirklich so einen richtigen Lush Cave Mineshaft. Also das könnte wirklich so ein, also wenn das wirklich echt gut regelt wird oder so weiter, könnte das wirklich so eine richtig, wie so wirklich so ein verlassener Minenschacht sein. Was wirklich richtig versüfft ist. Und da weiß man auf jeden Fall, dass es ziemlich alt ist, diesen Minenschacht. Die gigantische Lush Cave habe ich ja noch gar nicht gesehen. Holy! Ja, gut. letztes Mal, wo ich das gesehen habe, war eine 21B14A. Das war schon etwas krass. Du Heiliger. Holy, wie viele Diamanten sind das denn? Eins, zwei, also Minimum kriege ich wieder drei raus. Inklusive mit solchen Sachen wieder. Also, oh meine Güte, ich struggle, was ich bitte nehmen soll als Thumbnail, weil es sieht alles extrem geil aus. Aua. Eigentlich sind die doch Filiaden, vielleicht sind sonst nicht getroffen. Aber eigentlich. Oh mein Gott, wie low ist das bitte? Ich bin einfach schon direkt vor dir. Ich glaube, da oben ist einfach die Oberfläche. Ja, moin. Ich glaube, also wenn ich hier ein Seed, also wenn ich hier wirklich ein Let's Play machen würde, dann würde ich diese Stelle hier definitiv als würde ich nur diese Stelle wohl als Höhle bevorzugen. Weil man hat einfach hier. Man ist einfach schon direkt in einer Lush Cave, wo man sich fast voll dir erfahren kann. Süß. Ah, süß. Merkt ihr lieber das? Okay, ich habe einen Fuchs jetzt als Haustier.